sehen wir uns die Stadt Kampot an. Sie liegt von Kep ca. 23 Kilometer entfernt und mit dem Tuk-Tuk benötigt man ungefähr 30 Minuten. Ein Tuk-Tuk kostet hin und zurück 12 US-Dollar. Deswegen haben wir unsere weiteren Ausflüge nach Kampot mit dem Motorrad unternommen. Hier der sogenannte Roundabout, sozusagen das Zentrum der kleinen Stadt. Der Charme dieser überschaubaren Provinzhauptstadt mit 40.000 Einwohnern, mit ihrem von kolonialistischen und chinesischen Gebäuden geprägten Zentrum, zieht immer mehr Touristen an. Auf den kahlen Flächen rund um die Stadt Kampot wird Salz gewonnen. Berühmt ist aber vor allem der Kampot-Pfeffer, der in der Provinz in großem Stil angebaut wird. Cham und Vietnamesen haben einen großen Bevölkerungsanteil in Kampot. Die vielen Chinesen bzw. Sino-Khmer dominieren wie überall in Kambodscha das Geschäftsleben. Und natürlich gibt es auch hier einen großen Markt, den wir nun besuchen wollen. Kampot liegt am Fluss Doeng Kheo, der in den Elefantenbergen entspringt und mit einer beachtlichen Breite durch Kampot fließt. Hier die Uferpromenade im Süden der Stadt. Die Promenade wird von Palmen gesäumt und die wenigen Restaurants verführen mit günstigen Meeresfrüchten. Kampot besitzt aber keinen richtigen Hafen, da die Flussmündung und die vorgelagerte Küste viel zu flach sind. Dies hier ist ein kleines Häfchen kurz vor der Stadt. Ein Blick auf die Umgebung von Kampot. Und viel mehr gibt es zu Kampot auch nicht zu sagen oder zu zeigen.